Die lange Nacht der Mathematik findet seit vielen, vielen Jahren statt und wird von einer Schule in Schleswig-Holstein zentral organisiert. Viele Schulen in Deutschland machen dort mit, vor allem auch einige Schulen hier in Niedersachsen. Das machen wir jetzt seit 2010 und wir haben also unheimlich hohe Anmeldezahlen. In den beiden ersten Runden ist es so, dass man als Jahrgangsstufe zusammenarbeitet. Wenn es einer schafft, werden alle freigeschaltet. Und in der dritten Runde geht es dann um den individuellen Lösungsweg, der dann eingescannt und an die Zentrale geschickt wird. Also erstmal dachte ich, dass unsere Gruppe die Aufgabe alleine lösen sollte, aber im Endeffekt sind wir eigentlich eine Gruppe und dass wir halt zusammen die Aufgaben lösen können und halt unsere Stärken halt, also jeder hat seine Stärken und das gleicht die Aufgabe dann aus. Das Schöne an dem Wettbewerb ist einfach, dass Schüler und Lehrer wirklich zusammenarbeiten. Wir sitzen alle in einem Boot, wir wissen alle nicht, ja, wie es funktioniert, wir müssen selber Begriffe klären. Die Schüler sehen wirklich mal, oh, die Lehrer kommen manchmal auch an ihre Grenzen. Die gestandenen Mathelehrer und umgekehrt bekommen wir auch manchmal ganz tolle Impulse von den Schülern. Und das ist einfach ja, gelebte Mathematik und das macht allen Beteiligten unheimlichen Spaß. Jede Aufgabe, also zu jeder Aufgabe kann man halt durch einen anderen Rechenweg. Man musste die Aufgaben unterschiedlich lösen. Zum Beispiel bei der ersten war es halt so, dass manche die MIRP-Zahlen ja auch noch nicht kannten und die anderen halt schon. Und dadurch konnten wir uns selber auch ausgleichen. Es gibt abends ein Abendessen, morgens ein gemeinsames Frühstück. Die Eltern werden morgens mithelfen, auch beim Aufräumen. Also ich begreife das Ganze wirklich als eine Schulveranstaltung, die lange Nacht der Mathematik im Sinne einer gelebten Schulfamilie.